liebe Eltern und Interessierte, herzlich willkommen an der St. Maximilian-Schule. Mein Name ist Sandra Klopp, zurzeit bin ich die Schulleiterin. Den Tag der offenen Tür mussten wir leider absagen. Dafür drehen wir jetzt dieses kleine Video mit Hilfe einiger Kollegen und Schüler, um Ihnen einen Einblick in den Schulalltag zu ermöglichen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ja, hallo, ich bin der Stefan Schmuck. Hier in St. Maximilian bin ich zuständig für die Schulseelsorge. Ich stehe hier an dem Stein, der uns erinnert an die große Heilig-Rockwallfahrt in den Trierer Dom. Da steht drauf und führe zusammen. Das ist das, was wir, glaube ich, auch hier immer wieder in der Schule erleben. Schulgemeinschaft, die uns zusammenführt, starke Gemeinschaft. Ja, Schulgemeinschaft mit den Schülern, Schülerinnen, mit den Lehrern, aber auch mit den Eltern. Und wir freuen uns, wenn ja, ihr dazugehört und wir euch hier in Maximilian live begrüßen können. Klasse, seit dem Sommer hier und wir sind so 25 Kinder in der Klasse und ich komme von der Grundschule Achnebel in Butzweiler. Ich komme aus der Grundschule in Trierweiler. Also, was mir hier sehr gut gefällt, ist die Turnhalle, das ist nämlich eine alte Kirche und meine Lieblingsfächer sind Navi, Sport und Kunst. Bonjour, bienvenue. Bei uns an der Schule gibt es verschiedene Wahlpflichtfächer. Warum hast du Französisch gewählt? Ich habe Französisch gewählt, weil es eine schöne Sprache ist. Man lernt Französisch und riecht Französisch zu sprechen, es richtig auszusprechen, zu schreiben. Und an besonderen Festen, wie zum Beispiel Weihnachten, machen wir französische Gerichte. Man kann sich austauschen und man kann neue Freunde finden. Man kann Französisch für das Abi brauchen. Frankreich ist ein schönes Land. J'adore les crêpes. Ich liebe Crêpes. Neben Französisch gibt es noch Wirtschaft und Verwaltung. Hauswirtschaft und Sozialwesen. Oder wollen wir das wieder zu verfolgen? Technik und Naturwissenschaften. Gesundheit und Sport. Wir sind hier im Wahlpflichtfachhaus. Hier machen wir Praxis, aber auch Theorie. Wir sind gerade an der Praxis dran und machen gerade so Pizzaschnecken. Oder zugeschnittene Pizza. Genau. Wir haben jetzt einen Kochwettbewerb und jeder hat so einzelne kleine Pizzasachen. Und später machen wir so einen kleinen Gewinnerfest. An Hus finde, ist die Abwechslung und einfach die Teamarbeit zwischen den Leuten. Im Fach Technik und Naturwissenschaften arbeiten wir mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien. Wir messen, sägen, raspeln, feilen, leimen, biegen und löten und lernen eine Vielzahl weiterer Arbeitstechniken. Dabei geht es nicht nur darum, etwas zu konstruieren, sondern auch darum, die Funktionsweisen zu verstehen und alternative Lösungswege zu finden. Während in der Klasse 6, 7 und 8 noch viele Werkstoffe verarbeitet werden, wird in Klasse 9 und auch 10 auch der Schritt in die digitale Technik vollzogen. Dabei wird vor allem mit den Lego Mindstorm Sets und den Einpartiencomputern Arduino und Raspberry Pi gearbeitet. Thank you.
Wir führen an unserer Schule ab der Klasse 8 jeweils in jeder Jahrgangsstufe ein 14-tägiges verpflichtendes Schülerpraktikum durch und innerhalb des Bildungsgangs Berufsreife den jeweiligen Praxistag pro Woche jeden Mittwoch, in dem die Schüler in der Firma oder im Unternehmen tätig werden können und somit sich eine Orientierung im Beruf oder auch im Unternehmen verschaffen können. Außerdem ist angedacht, dass interessierte Schüler ein freiwilliges Praktikum machen können, jeweils immer im Januar, um eventuell noch eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Ich besuche die 10. Klasse hier und interessiere mich für Elektronik. Ich habe jetzt vor den Herbstferien mein letztes Schulpraktikum hier absolviert, mein drittes, welche mir alle sehr gut gefallen haben im sozialen Bereich und welche mir bei meiner späteren Berufsorientierung oder Berufswahl auf jeden Fall sehr weitergeholfen haben. In meinen 3 Praktikas konnte ich den Beruf für Elektroniker kennenlernen und habe dadurch auch festgestellt, dass es der Beruf ist, den ich später erlernen möchte. Im Sommer beginne ich jetzt eine Ausbildung. Also durch den Berufsunterricht hier an der Schule habe ich allgemein sehr viel über die spätere Berufswahl gelernt und auch mit auf den Weg bekommen. Und auch durch unseren Berufsberater hier an der Schule haben wir sehr viel über die schulischen Möglichkeiten hier geredet und wie wir unsere Berufswahl auf jeden Fall gestalten können, was uns alles für Möglichkeiten offen stehen. Ja, hallo, guten Morgen. Willkommen bei der Schulsozialarbeit. Mein Name ist Claudia Dörfler, ich bin Schulsozialarbeiterin an der St. Maximin-Schule. Das ist eine Jugendhilfemaßnahme des Caritasverbandes, das ist der Träger hier in der Schule. Hier ist ein eigenes Büro und ich biete Unterstützung an für Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Die Gespräche werden vertraulich behandelt, also ich unterliege der Schweigepflicht. Und Sie können mit allen Themen oder ihr könnt mit allen Themen zu mir kommen, ob das hier Themen aus der Schule, aus dem persönlichen Umfeld oder aus dem familiären Umfeld sind. Hallo, wir sind die Streichrichter der 9b. Wir haben eine 3-monatige Ausbildung gemacht. In der Ausbildung haben wir gelernt, wie wir mit Streit umgehen, wie wir einen Streit ordentlich schlichten, ohne dass jetzt irgendwer verliert oder gewinnt, sage ich mal. Wir haben eine Schweigepflicht. Außerdem sind wir unparteiisch, das bedeutet, jeder wird gleich von uns behandelt und niemand wird irgendwie bevorzugt. Uns ist wichtig, dass Kinder sich auf dieser Schule auch wohlfühlen und dass sie nicht gemobbt werden. Und die Kinder sollen halt auch wissen, dass wir denen helfen, dass wir immer für sie da sind.